Let's Talk, Folge 14. Es darf auch mal ein Border Collie einen Faulenzertag haben. Herzlich willkommen bei letstalk.com, deinem Border Collie Podcast. Mein Name ist Haro und mein Ziel ist es, zusammen mit dir tief in die Welt der Border Collies einzutauchen. Lass dich inspirieren, erweitere deinen Hundehorizont und denke immer daran, der Mensch lernt vom Hund. Hallo lieber Hundefreund und Border Collie Freund. Ja, zu Beginn der heutigen Episode habe ich mir gedacht, muss ich mich einmal bei dir bedanken. Es ist nun 8 Monate her, seit die erste Episode online gegangen ist und in diesen 8 Monaten sind erst 14 Folgen entstanden, was damit zu tun hat, dass ich den Podcast neben meinem normalen Berufsleben, der Familie, 2 Kindern, ja und dem Hauptverursacher der wenigen Episoden, nämlich den Border Collie mache, meinen Border Collie. Umso mehr freut es mich, dass wir aktuell bei einer Gesamtdownloadzahl von über 10.000 Downloads angekommen sind und das finde ich unglaublich nach 8 Monaten und erst 14 Episoden. Also das ist richtig cool. Noch mehr aber freuen mich die vielen, vielen positiven Rückmeldungen, die mich erreichen zu den einzelnen Episoden. Jede Rückmeldung ist wirklich ein Energieschub für mich. Jedes Like, jedes Teilen und jede Bewertung und Erwähnung macht das Projekt sinnvoll und gibt mir Motivation und Energie, da wirklich weiterzumachen. Du bist Teil vom Erfolg des Podcasts und der Erfolg ist hoffentlich Teil davon, dass Menschen mit Hunden und Border Collies inspiriert werden und sich weiterentwickeln. Was ich mir letztendlich wünsche, ist, dass es irgendwo den Hunden zugutekommt. Ja. Das musste einmal raus und jetzt genug der Danksagung, wir starten in die heutige Episode. Viel Spaß dabei. Heute geht es um ein Hundesportthema, nämlich um das Agility oder Agility. Ich weiß es nicht, wie man es richtig ausspricht, ist aber auch Nebensache. Bei mir ist heute eine richtige Expertin darin, die mir das Thema selbst, aber auch in Bezug auf den Border Collie näher bringen wird. Sie macht seit 12 Jahren Agility und das auf wirklich höchstem Niveau. Sie kommt aus Österreich, ist mehrfache Staatsmeisterin, Vizestaatsmeisterin und qualifiziert sich jährlich für die Agility WM. Und einer der größten Erfolge war der 4. Platz bei den Weltmeisterschaften. Ich bin verbunden mit Sissi Graf. Hallo Sissi. Hallo. Vielen Dank für die Einladung und dass ich mit dir plaudern darf. Ja, danke fürs Kommen, Sissi. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viele Erfolge unterschlagen. Nein. Es ist beeindruckend, was du bereits alles im Agility erreicht hast. Vielleicht stellst du dich selbst noch einmal kurz vor, so also wo du lebst, was du beruflich machst und wie du auf den Hund gekommen bist. Ja, ich bin vor kurzem 40 Jahre alt geworden, habe 4 Hunde, habe mit 26 Jahren meinen ersten Hund bekommen, wollte eigentlich schon immer sozusagen einen Hund haben. Man hat mir dann gesagt, ich soll einen Hund nehmen, wenn ich erwachsen genug dafür bin. Mit 26 Jahren habe ich das dann getan, habe mir einen Golden geholt, bin dann über Unterordnungsturniere zum Agility gekommen und habe dann sozusagen über den Aussie bin ich dann zum Border Collie gekommen und letzten Endes sind es jetzt 4 Hunde, die mit mir zusammenleben. Neben dem Thema Hund oder dem Hundesport mache ich sozusagen beruflich was ganz anderes. Ich bin Gynäkologin, also es hat mich sozusagen in die Humanmedizin verschlagen. Ich wollte es auch immer schon machen. Tierarzt wäre für mich kein Thema gewesen, weil ich Tiere nicht leiden sehen kann. Die Hunde sind natürlich mein größtes Hobby. Ich gebe auch immer wieder Seminare, eben im Agility-Sport, national wie international. Und habe mit den Hunden und auch ohne die Hunde verschiedene Hobbys, Wandern, Laufen, Fitness, Biken, Surfen, Skifahren, also eine relative Bandbreite. Ja, das ist eh schon recht lebensausfüllend.
Ja, das hört sich sehr lebensausfüllend an. Die erste Frage hast du schon geklärt. Agility, sagt man richtig. Ich muss ehrlich zugeben, ich sage manchmal Agility und manchmal Agility und konnte mich selbst noch nicht einigen, wie es jetzt richtig oder falsch ist. Ich glaube, da gibt es nicht wirklich ein richtig und falsch. Wenn man es Englisch aus dem englischen Sprachraum einfach übersetzt, ist es halt eher das Agility. Aber in Österreich hört man einfach sehr oft Agility. Okay. Ja, ich glaube, ist sehr österreichisch, das Agility. Ja. Wenn ich dann Agility sage, dann komme ich mir irgendwie komisch vor. Also ich sage immer Agility dazu. Ja, ich auch meistens, ja. Ja, das heißt, du hast schon verschiedene Hunderassen begleitet im Prinzip. Mit denen hast du allen hast du Agility gemacht oder? Nein, mit dem Golden habe ich sozusagen grundsätzlich den Hundesport entdeckt für mich. Ich bin mit ihm sehr viel auf Unterordnungsturnieren gewesen. Ist eine tolle Rasse, aber ist nicht für das Agility geeignet, meiner Meinung nach. Einfach vom Körperbau her, die sind teilweise bis zu 30 Kilo schwer. Die sind einfach behäbiger und es wäre meiner Meinung nach nicht gut, einen Hund in der Gewichtsklasse jetzt mit so einem Sport zu belasten, unter Anführungszeichen. Ich habe im Rahmen mit diesen Unterordnungsturnieren das Agility kennengelernt und habe mich dann erkundigt, gut, ich würde das auch gern machen, welche Rasse wäre da passend? Und dann hat man mir damals angeraten, Aussie oder Border Collie. Und man hat mir dann den Tipp gegeben, ein Australian Shepherd ist leichter zu erziehen. Und ich soll mir doch einen Aussie nehmen und habe dann, wie gesagt, bin dann auf den Aussie gekommen und habe mit ihm dann das Agility begonnen. Und über das dann bin ich später zum Border Collie gekommen. Okay, interessant. Da wären jetzt schon ein paar Fragen von meiner Seite. Also, weil das wollte ich mit dir sprechen, welche Hunde geeignet sind. Wenn du jetzt davon sprichst, von diesem Agility und nicht geeignet, da sprichst du dann aber vom Sportbereich Agility, nehme ich an. Oder würdest du generell sagen, mit einem Hund wie zum Beispiel dem Golden Retriever oder in dieser Größe, ist das eher nichts? Man kann schon das Agility trennen in diesen Leistungssport unter Anführungszeichen und das wirklich das Hobbymäßige. Aber auch da im Hobbybereich würde ich trotzdem abraten von eben gewissen Rassen, von vor allem großen, schweren Rassen, weil auch das bisschen Agility genauso belastend ist. Es sind einfach Geräte im Agility-Sport, die sehr gelenksbelastend sind, auch wenn man jetzt sozusagen den Hund nicht als Leistungshund sozusagen, als das Agility nicht als Leistungssport betreibt, trotzdem, der Hund absolviert ja trotzdem einen Parcours, da stehen Geräte und auch wenn man es nur ab und zu betreibt, man muss trotzdem an die Gelenke, an den Körper des Hundes denken und ob der dafür geeignet ist oder nicht. Ja. Mhm. Vermutlich müsste man das dann anders aufbauen und dann ist es nicht mehr so richtig, das Agility. Richtig, richtig. Dann gibt es eben zum Beispiel auch Sachen wie den Breitensport, der dann vielleicht auch wirklich geeigneter für diversere Rassen ist, der eben auch nicht so gelenksbeanspruchend ist. Also dann kann man da ja wirklich auch sagen, gut, dann mache ich zum Beispiel jetzt statt dem Agility den Breitensport, der hat auch gewisse Geräte zu absolvieren, aber eben nicht so gelenksbelastend wie eben der Agility-Sport. Dann, damit wir das jetzt ein bisschen verständlicher machen, was ist Agility, worum geht es dabei einmal nur in so kurzen Worten und jetzt dann vielleicht auch gleich, was ist der Breitensport? Der Breitensport vorweg ist ein Sport sozusagen, wo nur Hürden und so eine Art Slalomstangen vorkommen, wo und ganz ganz wenige Geräte wie ein Reifen, der am Boden quasi steht und ein kleiner Mini-Laufsteg. Also das ist quasi alles nicht sehr belastend von den Geräten her. Und da geht es darum, dass der Hundeführer mit dem Hund diesen Parcours absolviert und er selber nebenher läuft. Und die Zeit wird am Ende dieses Parcours dann gemessen für Hund und Hundeführer. Also da kommt es dann auch darauf an, wann kommt der Hundeführer ins Ziel und nicht nur, wann kommt der Hund am Ende des letzten Gerätes an. Und es ist einfach immer der gleiche Ablauf. Es ist nicht ein neuer Parcours jedes Mal, sondern es ist einfach vom Ablauf her immer dasselbe. Und die Geräte, die drinnen sind, sind einfach sehr gelenksschonend. Im Gegensatz zum Agility, das ist schon auf ein bisschen
höheren Niveau. Es ist einfach eine Hundesportart, die jetzt die Unterordnung und den Laufsport kombiniert, also einerseits quasi die geistige Arbeit und auch die körperliche Arbeit. Es ist ein Parcours, der aus circa 20 Hindernissen besteht. Es gibt verschiedene Hindernisse im Agility, Hürden, Slalom, Reifen, Laufsteg, Tunnel, also unzählige Geräte, die immer in einer gewissen Reihenfolge im Parcours aufgestellt werden und die man dann auch in einer gewissen Art und Weise mit dem Hund abarbeiten sollte. Es kommt dann sozusagen, wenn man jetzt einen wirklichen Agility-Lauf, einen Turnierlauf anschaut, darauf an, wann ist der Hund sozusagen im Ziel, am letzten Gerät angelangt und ob der Hundeführer jetzt dort 2-3 Sekunden später ankommt, ist nicht mehr relevant. Also das ist auch der Unterschied zum Breitensport. Es wird sozusagen nur die Zeit vom Hund gemessen. Und im Turnier gibt es dann eben auch noch einen Richter, der über die Fehler im Parcours richtet und eine Zeitnehmung, die dann eben die Zeit misst. Und der Hundeführer hat beim Turnier eben 10 Minuten Zeit, sozusagen den Parcours zu besichtigen ohne seinen Hund, sich zu überlegen, wie führe ich diese von mir aus 20 Hindernisse, die dort aufgestellt sind, von 1 bis 20, in der richtigen Reihenfolge und Art und Weise und wie bringe ich meinen Hund sozusagen gut durch den Parcours, also sowohl verbal als auch mit Körpersprache. Und danach habe ich dann sozusagen eine Laufmöglichkeit gemeinsam mit dem Hund, wo man dann diesen Parcours versucht zu absolvieren. Das ist sozusagen grob das Agility und auch Agility im Turniergeschehen. Wenn ich jetzt sozusagen sage, ich mache das jetzt hobbymäßig oder trainingsmäßig, muss ich nicht 20 Hindernisse auf einmal absolvieren. Ja, da kann ich das natürlich locker gestalten. Und das habe ich jetzt richtig verstanden, wenn du so auf ein Turnier gehst, dann bekommst du 10 Minuten vorher, vor deinem Lauf, den Plan, wie die Hindernisse stehen? Genau, entweder man bekommt den Plan vorher ausgedruckt auf einem Blatt Papier oder eben, wie gesagt, man sieht ihn dann am Turnierparcours stehen. Man darf dann auch den Parcours betreten für 10 Minuten und dort schaue ich mir die Reihenfolge an, wie hat der Richter die Reihenfolge gestellt von 1 bis 20 und ich muss dann sozusagen dem Hund in dieser einen Laufmöglichkeit zeigen, wie man sozusagen da durch den Parcours von 1 bis 20 durchkommen gemeinsam. Ja. Ich habe vorher 10 Minuten Zeit und dann eine Chance mit dem Hund gemeinsam. Ja, aber es ist enorm, oder? Weil, dass man sich das merkt dann überhaupt. Ja, absolut. Absolut. Auch unter Stresssituationen ist natürlich, man glaubt, 10 Minuten, ja, ist eh recht viel. Im Stress, wenn man dann denkt, okay, jetzt ist bald die Besichtigung vorbei, jetzt wird es dann ernst, ist das schon durchaus eine Anspannung, ja. Das kann ich mir vorstellen, also weil ich habe mir ja ein paar Videos angeschaut und das ist ja relativ lang dann auch. Und ja, also nur mal vom Merken her. Ja, das stimmt. Nicht ohne. Also es ist sowohl eine große Herausforderung, Anforderung an den Hundeführer und auch an den Hund natürlich. Natürlich, definitiv. Ja. Und auch das Agility selbst, wenn man so. Das ist ja relativ in aller Munde. Also Agility kann sich ja jeder etwas vorstellen. Und ich bin dann draufgekommen, für mich, so simpel ist es nicht. Also nicht einmal, wenn ich jetzt nicht im Turnierbereich unterwegs bin, aber so simpel ist es nicht. Und da geht ja eine Menge ab, also auch zwischen Hund und Hundeführer. Ja. Und dann habe ich mir mal ein Buch angeschaut und da bin ich dann draufgekommen, wie viele Hindernisse es da gibt und nur dann Kontaktzonenhindernis ist mir geblieben und ist ja enorm. Diese verschiedenen Wechselarten, wo der Hund wann läuft, linke Seite, rechte Seite. Genau. Was würdest du sehen, ist die herausforderndste Geschichte dabei für den Menschen? Das Herausforderndste ist, im Agility ist sicher die Flexibilität und Reaktionsgeschwindigkeit. Man muss sich irrsinnig schnell auf eine neue Situation einstellen können, weil eben, wie du sagst, es gibt so viele Geräte, es gibt so viele Möglichkeiten zu führen. Also ich muss jetzt schon die Reihenfolge einhalten, aber ich kann dort natürlich den Hund mit verschiedenen Kommandos durch den Parcours führen. Und wenn irgendwas, eine Kleinigkeit vielleicht schief geht oder anders läuft, als ich es mir besichtigt oder angeschaut habe, dann muss ich sofort binnen einem Bruchteil von Sekunden umstellen können und vielleicht auf eine andere Variante switchen.
damit man noch zum guten Ausgang kommt sozusagen. Also das ist sicher das Herausforderndste. Abgesehen natürlich auch vom grundlegenden Aufbau. Also ich finde, bis man einen Hund für Agility jetzt wirklich fertig unter Anführungszeichen aufgebaut und ausgebildet hat, das ist schon ein langer, breiter Weg. Wie lang dauert es circa? Man hat nie ausgelernt. Es ist immer, gibt für den Hund und auch für den Hundeführer immer was zu tun, immer wieder neue Übungen und Ideen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, mit 1,5 Jahren darf ein Hund offiziell starten, aber wenn sie mit 1,5 Jahren starten, können sie bei Weitem noch nicht alles. Also da beginnt es dann gerade mal so Formen anzunehmen und ich sage mal mit so, ja, 2,5, 3 Jahren ist eigentlich ein Hund dann auf einem sehr guten Niveau und man kann dann schon sprechen davon, dass man eigentlich als Team dann agiert, dass das dann eine Einheit wird, aber davor nicht wirklich. Mit 1,5 Jahren darf er bei einem Turnier starten wahrscheinlich? Genau. Okay. Genau. Ja, und wann fängt man an, den mit ihm Agility zu trainieren? Weil das ja, wird ja beschränkt sein, Welpe sowieso nicht, aber wegen den Gelenken und so weiter, oder? Wann ist ein guter Zeitpunkt, das zu beginnen? Also ich würde das breiter stecken. Ich fange jetzt nicht dezidiert mit Agility an, mit einem Welpen, natürlich nicht, auf keinen Fall, nicht am Parcours, nicht an Geräten, aber man kann sozusagen Vorarbeit fürs Agility starten. Das ist einfach einmal sozusagen eine Basisarbeit, kleine Unterordnungsspiele, Tricks, Balanceübungen, das sind alles sozusagen Vorbereitungen, die ich schon mit einem Welpen, Junghund machen kann, die ich dann natürlich für alles nutzen kann, für den Alltag und für den Sport. Und da lernt er eben auch schon Kleinigkeiten am Weg zum Agility hin. Also mit den Geräten selbst beginnt man natürlich später und wenn möglich mit den sehr belastenden Geräten erst dann, wenn das ganze Skelettsystem nicht mehr zu weich ist und aus dem groben Wachstumsschub sozusagen heraus ist. Also das auf jeden Fall. Nicht zu früh. Ich weiß es nur beim Disc-Dogging, also das mit der Frisbee-Scheibe, da sagt man so Regel nicht vor 1,5 Jahren. Aber das ist natürlich ein bisschen extremer vielleicht noch, weil da gibt es weite Sprünge vom Hund. Ja. Ist das beim Agility ähnlich? Naja, dadurch, dass man mit 1,5 Jahren starten kann, beginnen natürlich die Leute immer früher, auch mit dem Parcours-Training. Ich habe mir das so zurechtgelegt, dass ich vor einem Jahr, wie gesagt, mit dem Gerätetraining nicht wirklich begonnen habe, weil, wie gesagt, unter einem Jahr das ganze Skelettsystem viel zu weich ist. Also die komplizierteren Geräte erst überhaupt mit einem Jahr vorgestellt und ganze Parcours dann vor 1,5 Jahren, beziehungsweise kurz vorm Start, das erste Mal mit dem Hund gemacht. Zu früh anfangen und falscher Ehrgeiz meiner Meinung nach bringt nichts. Man glaubt es oft, aber es ist in Wahrheit nicht so, man versäumt nichts, wenn man einfach sich da ein bisschen Zeit lässt. Diese Vorübungen finde ich ja ganz interessant, die du erwähnt hast. Eben, wenn man da jetzt vielleicht nicht warten möchte oder man nimmt sich sehr klar vor, man möchte Agility machen, dann kann man ja wirklich da, glaube ich, schon, wie du gesagt hast, sehr gut vorweg Übungen machen. Mir ist da jetzt nämlich genau eingefallen, wie du das gesagt hast, ist jeder Hund oder der Mensch auch, der hat ja eine bevorzugte Drehrichtung und ja. auch mein Hund hat das und ich hab das sehr vernachlässigt. Ja. Und ich merke, die andere Richtung, die ist richtig hart, also da tut sie richtig schwer. Ja. Ich denke, das wäre sicher so eine Übung, oder? Wo man das so ein bisschen lockern kann. Schön. Absolut, ja. Ja, das sind so Vorübungen, die, wie du sagst, jeder Hund hat eine gute, eine schlechte Seite. Mit diesen ganzen kleinen Tricks und Vorübungen sieht man eben auch, okay, wo braucht mein Hund mehr Unterstützung, wo weniger, was liegt ihm mehr, was liegt ihm weniger. Und das kann man dann speziell auch fördern. Und diese Basisarbeit ist ja, wie gesagt, nicht nur Vorbereitung für Agility, sondern auch für alles. Die Hunde sind viel geschickter. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe natürlich meinen Australian Shepherd, nachdem es mein erster Agility-Hund ist oder war, nicht so perfekt vorbereitet. Ich habe mit dem sowieso erst sehr spät begonnen. Aber ich habe ihn auch nicht so perfekt vorbereitet, weil das Wissen damals von mir noch nicht so ausgereift war. Das heißt, er hat wenig Balanceübungen gemacht.
wenig Trickarbeit gemacht und der war vom Körper her, abgesehen davon, dass der Australian Shepherd sowieso ein bisschen behäbiger ist, aber er war natürlich auch durch die fehlende Vorausbildung dann nicht so ganz geschickt oft im Agility, wie das eben die Hunde danach von mir waren, weil man sie einfach speziell davor schon gefördert hat. Also das, die Arbeit auch jetzt quasi vor dem Agility macht schon sehr viel Geschicklichkeit dann auch im späteren Agility dann aus für den Hund, ja. Mhm. Wir haben jetzt die Frage gehabt, was ist die Herausforderung für den Menschen? Dann wäre jetzt die gleiche Frage, was ist die Herausforderung für den Hund beim Agility? Wie gesagt, er ist körperlich, geistig betätigt. Er muss körperlich und geistig fit sein. Das ist wichtig, dass man das auch trainiert, dass man mit dem Hund auch Muskelaufbau und Kondition macht. Das ist sonst nicht in der Weise gut zu absolvieren. Also so wie der Mensch quasi trainieren muss, muss das auch der Hund, auch wieder abseits vom Agility natürlich, damit er dann im Agility gut auch die körperliche und geistige Arbeit leisten kann. Ja, er muss sehr geschickt sein, eben auch immer wieder diese Übungen nebenbei machen. Also ich mache jetzt nicht nur die Agility-Übungen, sondern auch weiterhin immer wieder Tricks und Balanceübungen, damit man auch eben die Geschicklichkeit weiterhin erhält. Also das sind, glaube ich, so die Grundherausforderungen für den Hund. Und dann muss der Hund sich auch auf den Hundeführer verlassen können. Und das stärkt man eben auch in der Teamarbeit. Also das Verlassen können auf seinen Hundeführer, das ist sicher auch eine gewisse Herausforderung, dass der Hund sich einlässt auf das, was du mit ihm da machst. Und die Kommunikation, das ist ja eine Kommunikation im Highspeed-Bereich, hätte ich jetzt gesagt. Das meiste ist die Körpersprache oder das Verbale? Die Körpersprache zählt letzten Endes noch mehr. Das merkt man immer dann, wenn Fehler unter Anführungszeichen von Seiten des Hundeführers passieren. Wenn man das analysiert, ist es doch immer wieder, dass der Hund mehr auf die Körpersprache achtet. Und wenn man dann sagt, schau, da bist du zum Beispiel falsch gestanden, da hast dich zu viel nach links oder zu viel nach rechts gedreht. Und man sagt dann, ja, aber eigentlich habe ich ja zu ihm gesagt, er soll dorthin laufen. Und dann schaut man mal, okay, du bist aber eigentlich vielleicht mit deinem Körper falsch gestanden im Parcours. Dann hat er doch oft den Körper mehr wahrgenommen als die verbale Hilfe. Also das ist schon mehr Körpersprache, die dem Hund da ins Auge fällt. Ja, definitiv. Und jetzt einmal auf den Border Collie kommend, dass die unbestritten eigentlich die Champions sind im Agility. Ich glaube, das steht außer Frage, oder? Weil das hört man, oder ich habe schon oft gehört, dass das unfair ist, wenn ein Border Collie mitläuft. Ja, es gibt ja mehrere Größenkategorien. Es gibt Large, Medium und Small. Und in der Large-Kategorie ist der Border Collie sicher die führende Hunderasse. Das muss man schon sagen, ja. Mhm. Also in Large läuft der. Genau, der läuft in Large. Ab Schulterristhöhe 43 cm laufen sie in Large. Und dann gibt es noch mittlere Größen und die ganz kleinen. Also es gibt auch bei den ganz kleinen wieder typische Rassen, die da unten im kleinen Bereich quasi die hauptführenden Rassen sind. Aber in der Größenklasse Large ist das definitiv der Border Collie. Ja. Ist das die gleiche Klasse wie der Sheltie? Nein, der Sheltie ist, je nachdem wie hoch er gewachsen ist, Small oder Medium. Also die verteilen sich sozusagen auf beide. Okay, die sind nämlich ziemlich flink. Gell? Also die sind sehr flink auch. Ja. Und der Border Collie, das wissen wir ja, das ist jetzt dieser Hüter, der in der Distanz gut arbeiten kann, der sehr fokussiert ist auf seinen Führer. Das ist ja prädestiniert dafür, oder? Also sicher, er kommt ja von der Arbeit an den Schafen. Ja, also wie du sagst, Distanzarbeit ist gefragt und ein hohe Grad an Intelligenz und Aufmerksamkeit. Das eignet sich natürlich sicher. Er ist von der Größe her nicht zu groß in der Größenkategorie Large, also das ist von der Größe her gerade noch passend, dass es da von den Gelenken her sicher nicht problematisch ist. Er ist schnell, wendig, sehr intelligent und lernwillig. Er hat einen irrsinnigen Will to Please, auch durch die Zucht und durch die Arbeit an den Schafen erlangt. Und er ist dadurch auch sehr führig im Agility.
Dann haben wir ja das Thema beim Border Collie mit seinem das Auslastungsthema ist immer eines bei Border Collie-Besitzern. Da scheiden sich ein bisschen die Geister oder kommt es manchmal zu Diskussionen, ob so ein Sport ein guter ist für den Border Collie oder ob man eher nur Kopfarbeit mit ihm macht und ihn in keinem Sport aussetzt, wo er diesen Adrenalinschub oder das Hochpushen hat. Hast du da Erfahrungen damit? Also ich muss auch dazu sagen, ich habe mir ein Video von dir angeschaut, ich glaube, das war eher ganz ein toller Lauf und da habe ich festgestellt, also da ist Ruhe. Ja, also das ist sowieso, das ist jetzt kein, ich fühle keinen Stress, wenn ich, also bei niemandem, also weder bei dir noch beim Hund, wenn ihr so einen Lauf macht. Mhm. Was hast du dafür? Eine Meinung dazu oder für Erfahrungen? Ja, es gibt, es kommt darauf an, welche Läufe du gesehen hast. Mit meinem Australian Shepherd haben vielleicht die Läufe jetzt auf den einen oder anderen schon stressig gewirkt. Das ist nämlich ein Hund, der bellt relativ durchgehend im Lauf, wo man auch wieder sagen muss, man kann nicht alles sozusagen als Stress interpretieren, was äußerlich mal grob so rüberkommt. Der Aussie hat auch mit seinem Bellen relativ viel einfach gekäppelt und erzählt, geplaudert quasi am Parcours. Und es hat dann schon auch das Stressbellen gegeben, wo er dann vielleicht einmal grantig war, weil man irgendwo ihm im Weg gestanden ist oder was Falsches anzeigt hat. Also da ist auch die Art und Weise natürlich, wie er mit dem Bellen kommuniziert, ein Hinweis, ob das jetzt ein Stress ist oder nicht. Meine Border Collies arbeiten sehr ruhig am Parcours. Aber ich habe auch da natürlich mit der Erfahrung gelernt, wie man das dem Hund ein bisschen beibringen kann. Ich habe für mich sozusagen so ein On-Off-System auch geschaffen. Mein Hund muss lernen, Off-Phasen zu leben. Und wenn er arbeitet, kann er dann sozusagen Gas geben. Das ist auch erlaubt. Und dadurch hat er aber auch, glaube ich, im Leben die Balance und tickt jetzt nicht völlig aus, wenn wir da am Parcours gehen, weil er eben auch immer wieder seine Ruhephasen hat, seine Auszeiten, auch im Training immer wieder Pausen. Ich kann auch das Hochpushen vermeiden, indem ich einfach auch viel Futterbestätigung mache. Und was ich auch gemacht habe mit meinen kleinen Hunden dann schon, dass ich sie im jungen Alter mitgenommen habe auf Turniere. Ich habe sie zuschauen lassen und habe sie dafür belohnt, dass sie ruhig am Parcoursrand sitzen und das Geschehen beobachten, ohne dass sie sich da jetzt selber auch innerlich hochpushen. Das heißt, ich habe einfach ihnen eine Bestätigung zukommen lassen, wenn sie das ruhig absolviert haben und wenn sie da irgendwie jetzt quasi aufgeregt waren, dann hat sich das dann mit der Zeit gelegt und sie haben gemerkt, okay, das ist kein erwünschtes Verhalten, dass man da jetzt irgendwie hochdreht, sondern es ist der Ruhe angebracht. Und dadurch, dass sie das schon früh sozusagen im Zuschauen gelernt haben, haben sie es dann auch selber in ihrer eigenen Arbeit so umsetzen können. Ja. Also ich denke mal, auch mit der Art und Weise, wie man einen Hund durch den Parcours führt, wenn man sich selber natürlich jetzt sehr aufpusht, überträgt sich das auf den Hund. Oder wenn man im Training den Hund nur mit Ball und Spiel bestätigt, kann man natürlich auch hochpushen. Also es soll immer irgendwie ein bisschen sich die Waage halten und ein bisschen eine Ausgeglichenheit geben. Ja, das hört sich jetzt wirklich so an, da gehört ganz viel Bewusstsein dazu. Richtig. Dass man seinen Hund kennt, ja. Dass man es beobachtet und dass man sich selbst vielleicht nicht, sich selbst auch etwas unter Kontrolle hat mit den Emotionen und Aufgeregtheit. Also ich denke mal, wenn ich spätestens bei einem Turnierlauf, also da muss ich, da bin ich dann ja selbst komplett unter Strom, unter Stress. Ja. Und dann könnte mir vorstellen, dass das relativ aus den Fugen gerät, das Ganze. Und ja, dazu kann ich da was sagen. Es ist, mich hat das am meisten gelehrt, dass auf Turnieren, wenn ich mein Stresslevel nicht ganz unter Kontrolle hatte, früher noch vor Jahren, ich meine, ist natürlich nicht jetzt ganz weg, aber es ist viel besser geworden. Wenn ich dann an den Start gegangen bin, war ich so nervös, dass ich mir teilweise die Läufe durch meine Nervosität selbst verbaut habe. Weil das hat natürlich der Hund gespürt. Und der hat mich dann anders empfunden als in der Situation als sonst und hat gesagt, na, ich weiß nicht, also das mag ich nicht so, das kenne ich meine Frau nicht so, das taugt mir nicht. Und dann war die Arbeit eben nicht so gut wie gewohnt. Und dann hat man sich natürlich über sich selbst geärgert und darüber bin ich dann eben auch zu dem Schluss gekommen, gut, da muss ich viel Eigenarbeit leisten, mentale Arbeit an mir leisten, dass ich da mich gut im Griff habe, die Ruhe bewahre und dann hat sich auch der Erfolg eingestellt, weil dann hat man einfach gemerkt, gut, das nimmt der Hund viel besser an, so können wir als Team viel effektiver funktionieren und so bringe ich ihn auch in einen gewissen Ruhezustand.
diese Off-Phase finde ich interessant, die du erwähnt hast. Was ist da jetzt genau damit gemeint? Ist das jetzt gemeint der Zeitpunkt, wenn du auf dem Platz dort bist, oder sind es Off-Phasen, die du dem Hund lernst? Also das als Hausnummer, weiß ich nicht, es sind einmal 2, 3 ruhige Tage und dann ist wieder der Sport oder Aktivität und dann gibt es wieder ruhige Tage. Beides. Also du hast das eher auf den Punkt gebracht. Ich lerne sowohl dem Hund, dass es Tage gibt, wo das Programm einfach wirklich sich aufs Gassigehen beschränkt. Das hält auch ein Border Collie aus. Der muss nicht jeden Tag beschäftigt werden. Es ist ganz schlimm, wenn ich Leute reden höre, dass sie einfach täglich 1000 Programmpunkte haben. Dass dann der Hund einfach nicht mehr runterkommt von einem gewissen Level, ist irgendwie selbstredend. Also es darf auch mal ein Border Collie einen Faulenzertag haben. Und das ist auch gut so, auch für sein ganzes Nervenkostüm. Er lernt bei mir als Welpe schon, dass er einige Stunden auch mal wirklich jetzt neben mir liegen kann und dass das in Ordnung ist, wenn jetzt da kein Halligalli stattfindet. Und natürlich dann auch auf dem Turnier, wo man auch sagt, als kleinen Junghund nehme ich ihn mit und zeige ihm auch, dass er da auf seiner Decke liegen kann und dass er dann nicht unbedingt jetzt mitten im Geschehen sein muss, sondern dass es in Ordnung ist, wenn er dort ruhig liegt und das Ganze quasi in einer entspannten Atmosphäre beobachtet und nicht immer Mittelpunkt des Geschehens ist. Ja. Mhm. Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wenn man sich dem Ganzen bewusst ist, dann hört sich das so an, dass das nicht ein Problem ist, dass wir eben diesen speziellen Hund vor uns haben. Es ist sehr viel hausgemacht dabei oft, ja. Was ich auch noch einbeziehen würde, ist auch, dass wenn Leute sozusagen auch im Training diese Pausen nicht einhalten oder diese Auszeiten und auch die Trainings so absolvieren, dass man einfach ohne Plan das macht, dass man glaubt, man muss alles auf einmal trainieren. Auch das kann sehr hochpushend für den Hund sein und das natürlich diese Angespanntheit auch fördern. Ja. Also ich gehe immer ins Training mit einem Plan. Ich nehme mir immer was Spezielles vor und das sind auch oft nur Kleinigkeiten und so kann ich auch diesen Dauer-On-Zustand quasi ein bisschen vermeiden helfen. Mhm. Ja, ich denke mir halt, es passiert vermutlich, oder mir könnte das passieren als Anfänger. Ich würde mich so freuen, dass das gleich so gut hinhaut. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass ich das übersehe, ja, und genau. Dann, dass ich dann in ein Problem reinschlittere. Ja, ich würde jetzt als Umkehrschluss vielleicht dazu sagen, oder könnte man sagen, es wäre anzuraten, dass man sich dem Thema Agility mit Border Collie zuerst einmal so richtig bewusst wird. Ja. Was wir von dir gehört haben, ein super Hund dafür und prädestiniert dafür, aber dass man, bevor man auf den Platz geht, vielleicht sich das ganze Thema, am besten dieses Interview hier anhört, dann damit man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Ja, weil sicher. Es ist, also ja, ich bin ja zum Mantrailing zum Beispiel, bin ja gegangen, ohne im Prinzip jetzt mir viel Gedanken darüber gemacht zu haben und ich denke, das wird es beim Agility ja genauso sein. Ja, passt mal Agility. Wir wissen, es ist ein bisschen Hürden und ja, super schaut's aus. Wir kennen dort Slalom und super, ich bewege mich auch. Und ja, also da steckt eine Menge dahinter, denke ich, so richtig, wie ich das jetzt verstehe. Ja, absolut. Man sollte sich dessen schon bewusst sein, ja. Mhm. Ja, das waren jetzt eigentlich meine brennendsten Fragen zum Agility und Border Collie. Jetzt eine Frage, die ich nicht geplant habe, hätte ich jetzt, und zwar: Du hast gesagt, einen Aussie hast du gehabt und dir wurde geraten, nimm einen Aussie, weil er leichter zum Führen ist. Jetzt sind viele Jahre vergangen und mittlerweile sind es 3 Border Collies bei dir, glaube ich. Wie siehst du das heute? Welche Erfahrung hast du dazu? Also ich würde nicht das so sehen, dass der Australian Shepherd leichter zu erziehen ist grundsätzlich. Er ist für die Rinderzucht ausgekoren. Er ist auch dementsprechend vom Verhalten her ungefähr so. Er ist recht hartnäckig, er ist auch teilweise recht stur, auch oft sehr laut. Er hat sehr viel Eigenwillen. Der Will to Please ist jetzt nicht ganz so gegeben wie beim Border Collie. Aber dafür ist er sozusagen auch für Hundeführer geeignet, die vielleicht ein bisschen mal lauter sind oder einfach vielleicht nicht so feinsensibel im Arbeiten sind. Das haltet der Aussie aus. Mhm. Also der ist sehr aushältig.
Der Border Collie ist ja doch eher für die Arbeit an den Schafen gemacht. Der ist einfach feinfühliger, feinsensibler. Dessen muss man sich auch bewusst sein. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ich muss mir als Hundeführer hinterfragen, ob ich mit dem arbeiten kann. Aber er ist grundsätzlich durch seinen so hohen Will to Please und durch seine Aufmerksamkeit und Gelehrigkeit sicher für mich etwas geeigneter als der Australian Shepherd. Und er ist prinzipiell, wenn man mit Kopf arbeitet, sehr leicht zu erziehen. Aber sie sind so schlau und intelligent, dass sie natürlich bei Erziehungsfehlern das auch schneller überreißen und auch natürlich dann für sich ausnutzen. Ganz genau. Also das haben jetzt schon ein paar Interviewgäste genauso geschildert, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Wie gesagt, das war jetzt schon eine Menge. Mir reicht es jetzt schon einmal, um das Ganze zu verarbeiten. Ich hätte jetzt einen Standard-Fragen-Block vorbereitet. Den stelle ich jeden meiner Interviewgäste. Es sind 6 Fragen und ich würde dich bitten, einfach ganz spontan und kurz darauf zu antworten. Wir starten mit der ersten Frage. Welche Überlegungen sollte man sich deiner Meinung nach vor Anschaffung eines Border Collies stellen? Ich sollte mich fragen, ob die Rasse grundsätzlich zu mir passt, ob mir so ein sportlicher Hund, der auch körperliche und geistige Auslastung benötigt, ob das für mich in Frage kommt, ob ich auch sozusagen einen sensiblen Hund, einen feinfühligen Hund haben möchte, ob ich der Typ dafür bin, ob ich genug Zeit habe oder wenn ich keine Zeit habe, ob eine dementsprechende Betreuung für meinen Border Collie oder Hund dann vorhanden ist. Und auch natürlich, ob das gewisse Geld da ist, weil an das sollte man auch im Hinterkopf ein bisschen denken. Welchen Menschen würdest du davon abraten, einen Border Collie zu nehmen? Prinzipiell den Menschen, die zu wenig Zeit haben. Das ist kein Haus- und Hofhund, den man unbeschäftigt jetzt wochenlang irgendwo parkt. Leute, die keine sinnvolle Beschäftigung mit dem Border Collie machen, egal ob das jetzt Agility ist, ob das einfach ein anderer Sport wie Hüttesport ist oder ihn mit dem Wandern auslasten, wenn das nicht gegeben ist, würde ich davon abraten. Und ich würde Leuten davon abraten, einen Border Collie zu nehmen, die den Hund als Sportgerät sehen. Was hat dir dein Hund bzw. dein Border Collie gelernt? Innerliche Ruhe, Geduld, Flexibilität und vor allem auch Sportlichkeit. Was bedeutet für dich erfülltes Leben mit Border Collie? Das ist für mich, dass er Bestandteil meiner Familie ist. Er ist ein vollwertiges Familienmitglied für mich. Ich verbringe den Alltag mit meinem Hund. Also der Hund muss im Alltag, kann dem teilhaben beim Shoppen, im Gasthaus. Er kann mit mir auf Urlaub fahren und er nimmt mit mir an allen möglichen Freizeitaktivitäten teil. Und natürlich auch das Agility als Sportart ist für mich mit dem Hund auch ein erfülltes Leben. Klingt sehr erfüllt. Wie würdest du den Border Collie in einem Satz beschreiben? Ein sehr feinfühliger, treuer, sportlicher und gelehriger Freund an der Seite des Menschen. Welche 2 Buchempfehlungen hast du für unseren Hörer, Sissi? Bücher gibt es unzählige, aber ich hätte zum Beispiel ein recht allgemeines Buch, Hundeschule für jeden Tag, Erziehung, die dem Hund Spaß macht, von Katharina Schlegel-Kofler. Das ist einfach so für die Anfangsphase, fürs Welpenalter und für den Grundaufbau gedacht. Und speziell jetzt zum Beispiel zum Border Collie, das Buch Border Collies Hunde an der Grenze zwischen Genie und Wahnsinn von Silke Mehrmann und Anita Hermes. Das ist sozusagen speziell über die Rasse des Border Collies. Klingen sehr gute Bücher, die werden wir in unseren Shownotes natürlich verlinken. Sissi, ich habe eine Abschlussfrage und zwar die wäre, welchen Tipp möchtest du unserem Hörer mit auf den Weg geben? Ich würde dazu anraten, egal für welche Rasse man sich entscheidet, ob das jetzt der Border Collie ist oder ein anderer Hund, vorher sich gut zu informieren, viele Informationen zu sammeln, sich mit Hundeführern, Hundebesitzern zusammenzutun, die Hunde dort anzuschauen, auch zu Züchtern zum Beispiel zu gehen und sich einmal in eine Welpenwurfbox zu setzen oder auch erwachsene Hunde dieser Rasse beobachten und wirklich das erleben und schauen, ob die Rasse zu mir passt. Vielen Dank dafür, für dieses schöne Border Collie Schlusswort. Das war ein sehr interessantes sportliches Interview mit einer sehr erfolgreichen Expertin.
Ja, wir haben viel gelernt eigentlich, oder ich zumindest habe viel gelernt. Und ja, vielen Dank, dass du hier im Border Collie Podcast warst, Sissi. Danke für die Einladung. Es würde mich freuen, wenn ich dich irgendwo einmal live sehe. Wie kann man dich kontaktieren, Sissi? Ich habe keine eigene Webseite. Ich bin auf Facebook sowie auch auf Instagram unter meinem Namen Sissi Graf leicht zu finden. Vielen Dank für das Gespräch. Ich sage danke, hat sehr viel Spaß gemacht. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön ebenfalls. Das war Haros Let's Talk Border Collie Podcast. Besuche uns auf unserer Blogseite www.let's-talk.com. Dort findest du weitere Informationen, Videos, Anleitungen und Berichte über hundefreundliche Plätze. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, leite den Link direkt an deine Freunde und Bekannte weiter. Und denk daran, Hund immer dabei!